Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei LS 2013 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, wir testen hier diesen John Deere 7280R. Nehmen wir von außen, sieht aus wie ein John Deere. Das Grün ist meiner Meinung nach nicht genau das John Deere Grün, aber es ähnelt schon. Vorne die Motorhaube ist etwas heller, aber ist ja nicht so schlimm. Vom Sound her, ja, ziemlich laut gehalten, funktioniert aber auch. Schauen wir mal innen, ja. Okay, hier ist schon detailhaft hier beim Cockpit, also vorne die Anzeige fehlt noch, aber sonst kann man nicht wirklich meckern. Ja, Fahrverhalten. Ja, passt auch, ziemlich laut. Ui. So, da haben wir schon einen ersten Fehler, Erstlimiter. So, auf. Funktioniert aber, also. Er zeigt trotzdem einen Fehler an, aber es funktioniert. Gut, dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas rausfinden auf dem Mod. Also mit der Numpad-Taste. Okay, komisch, wird nicht angezeigt. Numpad-Taste 7, machen wir die Tür auf. Geht mit 8 auch was? Nee. So, mit der Taste 9 machen wir hinten auf. Also Numpad 9. Taste 4. Passiert nichts. Taste 5. Auch nichts. So. Da mal hinten Licht, ein bisschen gelblich gehalten, gefällt mir auch mit der Taste. Numpad 6. Blinker haben wir leider keinen verbaut. Schade. Gut, dann haben wir verbaut den Flugmod, so viel ich in Erinnerung hatte. Dann schauen wir mal. Rundumleuchte, ja, funktioniert. Dann hängen wir einfach mal hier, schauen wir mal in Shop. Hier ist der John Deere 7280R, wenn umgebaut hat. Schade ist, dass hier minus 60.000, das heißt, wenn ihr einen Kauf bekommt, ihr 60.000 Euro, finde ich echt schade. Sollte man nochmal realisieren. Also reale Preise mal. So, wir hängen einfach mal einen Anhänger dazu. Und gucken mal die Sache an. Mal kurz was anderes testen. Nee. Okay, ich wollte schauen, nochmal vielleicht Anhängung auf abstellen kann. Nee. Leider ist auch nichts beschrieben, was der Mod genau kann an Funktionen. So, also der Sound gefällt mir eigentlich ziemlich sehr gut. So, dann fahren wir mal mit einem Anhänger. Funktioniert eigentlich auch spitzenmäßig. Kann man nicht meckern eigentlich weit. Wie gesagt, schade, dass ja, ziemlich laut der. Ja. Schade, dass man nirgends sieht, was er wirklich an Funktionen hat. Aber es, wie gesagt, Türen auf. Und das funktioniert. Wenn man direkt einsteigt, kommt man direkt in das Cockpit, also in die Kamerasicht vom Cockpit und nicht aus. Gut, ich denke mal, das war's dann. Mehr kann er, ich glaube nicht. Ich habe auch in der Beschreibung nichts gelesen darüber, was er alles kann. Außer eben den Flugmod hat er installiert, habe ich gesehen. Sonst kann ich leider nichts feststellen, was er noch hat. Wie gesagt, Türen gehen auf, soweit funktioniert alles. Wir schauen nochmal in die Lok. Die Lok ist fehlerfrei, also hat keine Fehler. Doch einen kleinen Partikelsystem, aber das ist nicht so schlimm. Und ein UVS Out of Range ist auch nicht schlimm. Also die zwei kleinen Fehler, die er hier hat, ist nicht wirklich schlimm. Gut, dann war's das. Wir sehen uns bei der nächsten Mod-Vorstellung. Viel Spaß und ciao, Leute.